Diakonie heißt für mich, dass ich es unmittelbar mit den Menschen zu tun habe und dass alles, was ich tue und was ich versuche, dazu dient, dass es diesen Menschen danach möglichst besser geht. Mein Lebensmotto ist, begegne anderen so, wie du möchtest, dass sie dir begegnen. Jedem, der kommt, das Gefühl geben, es ist gut so, wie du bist und es ist gut, dass du da bist. Wir helfen den Bewohnern und manchmal helfen die Bewohner auch uns. Sie zeigen uns auch unsere Fehler. Also es ist nicht so, dass wir nun versuchen, jemanden unsere Meinung aufzudrücken oder sie disziplinieren wollen oder sowas. Das nicht. Also ich behandle jeden gleich auf seine Art, aber auch mit viel Hilfsbereitschaft und sogar vielleicht nur ein bisschen Liebe, würde ich sagen. Dass eigentlich alle gleich behandelt werden, keiner mehr, keiner weniger. Und wenn Bedarf ist, wird halt geredet oder getan, auch unter Kollegen. Sollte aufpassen, dass er nicht meint, Menschen müssten funktionieren. Wie können wir Gesetze und Verordnungen, die es gibt, dahingehend interpretieren, ausnutzen, dass es diesen Menschen hilft? Das Leben so gestalten, wie wir das selber auch von uns oder für uns erwarten.